Ach ja, Notstopp. So, jetzt müssen wir warten, bis der FSA wieder abkühlt. Zu nah an der Sonne. Ich glaube, hier bewegt sich auch gar nichts, einfach weil dieses Ding so riesengroß ist. Und dann kriegen wir gleich wieder einen Fluchtvektor. Da, weg von der Sonne. 4, 3, 2, 1. Strom. Temperatur kritisch. Treibstoff wird gesammelt. Treibstoffsammler deaktiviert. Das versuchen wir nochmal. Gut, dann müssen wir hier nach HR sonst wie. Irgendwas wollte ich doch gerade. Genau, ich wollte mal gucken, was wir hier so haben. 57% gedingst. Den Himmel hier abscannen. Na komm. Wie wird das eine Mission? Das interessiert niemanden. Weltcluster, Navigationsboje. Signalanalyse, was ist das? Konzentrierte Signalquellen. Verschlüsselte Emission, degradierte Emission. Möchte halt auch einfach nur mal was entdecken hier. Da ist was zum Entdecken. Da ist ein Planet. Fjorgyn A6 entdeckt. Standorte menschlich einer. Ladin Defense Services. Asteroidencluster. Na? Fjorgyn A1, hochwertige Metalle. 69, aber guck mal, so langsam kriegen wir doch hier den ganzen Planeten alle mal hin. Da ist noch einer.
Klingt nach Eis. Hochwertige Metalle, Fjorgen A5. Da sind zwei. Fjorgen A4. Steinerner Planet, okay. Das ist jetzt total spannend für euch. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier alle. Wunderbar. Kreuzfahrtschiff. Kreuzfahrtschiff. Einfach mal weiter. Und dann mal gucken, was mich da erwartet. So, du wolltest mich jetzt hier irgendwo Romanenko Enterprise haben, ne, oder? Kunden der Galaxie, Romanenko Enterprise. Treu, independent, for equality, neutral, missionsbezogen, Schmuggel. Matiuchi Volk. Systemkarte. Was haben wir denn hier? Immer doch ein paar. Ein paar Dingens hier, die anderen Spielern gehören. ...43 Himmelskörper. Ja gut, mit den ganzen... ...ist klar, 100%... ...alles da. Könnt jetzt auch zur Navigationsboje fliegen und mir da ein paar Sachen abholen. Na, einfach mal gucken, wer hier so rumfliegt. Aber ich will ja jetzt hier meine 100.000 Credits haben. Kann ich mir immer noch überlegen, ob ich hier kämpfen will oder nicht. Aber zumindest sind wir jetzt ja im offenen Universum quasi angekommen. Und dann schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt hier.
bin auf jeden Fall mal gespannt. Ähnlich wie bei No Man's Sky war es das jetzt eigentlich auch schon. Es ist halt jetzt mehr vom Gleichen. Wir fliegen halt durch die Gegend, machen Missionen, können uns aussuchen, was auch immer wir haben wollen. Ob wir jetzt Geld verdienen wollen, weil wir ein neues Schiff brauchen, dann können wir hier Kopfgeld jagen oder sonst was tun. Oder wir entdecken jetzt, um ja damit Geld zu verdienen. Am Ende ist es halt Geld verdienen. Und Sachen entdecken. Wieso brauchen wir eine verfickte Stunde, um dahin zu fliegen? Warum ist das alles so weit weg? Gib Gas, Junge. Gleich wieder langsamer werden. Du bist zu nah dran. Ist aber auch weit draußen. Riesiges System, ey. Ja, jetzt verstehe ich aber auch, warum sich die Leute hier Livestreams oder sonst irgendwas angucken in irgendeinem virtuellen Fenster. Einfach weil man hier fliegt. Ewig. Das ist irgendwo schade, aber ja, blöd. Wird man auch bestimmt irgendwann Systeme finden, die ein bisschen näher beieinander liegen. Aber 105C, da waren wir auch noch nie. Unser armer Treibstoff. So, mal gucken, ob der da gleich rafft, wieder abzubremsen. Ah, guck mal, wir werden schon langsamer. Wir sind auf jeden Fall im tiefsten Weltraum gefangen. Also wenn uns hier irgendwer angreift, dann ja, kommt hier glaube ich auch keiner. Ah, jetzt sind wir auf einer Verkehrsroute, okay. Ist also wohl doch nicht so verlassen. Weltraum, Verkehrsroute, ja. Die Route stimmt in etwa. Auf jeden Fall ist das hier nochmal ein zweiter Stern, der um den ersten Stern kreist. Und zwar in beträchtlicher Entfernung. Da können wir Rohstoffe abbauen. Gefährlich, hoch. Können wir auf jeden Fall Kopfgelder jagen. Standort gefährlich, gefährlich. Critical Linguistic Analysis.
Aber zumindest kriegt man hier mal so ein bisschen die Dimensionen mal mit. Wie groß Weltraum wirklich ist. Und das ist halt auch nur ansatzweise hier irgendwie wiedergegeben, weil das ist natürlich auch wieder Science Fiction mit diesem ganzen Antrieb. Da hat man sich hier schneller als das Licht bewegt und all so ein Quatsch, ne? Aber da kriegt man schon so ein kleines bisschen eine Vorstellung davon. Wie das denn so wirken könnte. Ne, warum man dann auch nicht mal eben zum Mars fliegen kann. Aber ja, eine kleine zweite Sonne hier drin. So, pass auf. Verlangsamen! Ich bin garantiert zu schnell. Ich bin jetzt extra auf die untere Marke gegangen. Ja, wir sind definitiv zu schnell. Oder? Ich halte jetzt einfach mal drauf. Na, nee, doch. Ich glaube, das funktioniert sehr wunderbar. Aber da haben wir dann eine zweite Sonne, bei der können wir dann auch tanken. Da sind die Entfernungen auch ein bisschen kürzer. Ist es jetzt ein Doppelsternsystem oder ist die, also kreisen die Sonnen umeinander oder kreist die Sonne um die andere? That is the burning question. Ha, Burning wegen Sonne und so, ne? Gut. Dann kann ich mir jetzt hier meine Belohnung abholen. Ja. Die spammt mich hier so ein bisschen zu, die Dame. So, bin ich hier überhaupt richtig an der Stelle? Ja, doch. Aber schön, wie hier in der offenen Welt echt noch mehr Werbung hängt, als wie in der Pilotenallianz. Sehr super. Ach, da sind wir ja schon. Tanken, reparieren. La 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 la. Karen! Ratsmitglied Brooklyn Bauer. Independent HR 585 for Equality. Okay, da will also irgendeiner. Das ist halt hier Politik. Aufschwung neutral. Fraktionszustand, Einfluss auf System, mein Ruf neutral. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu wissen, Kommandant. Sie sollen wissen, dass die Geschäfte hier nicht besser laufen könnten. Vielleicht profitieren einige Waren verkaufen. Crew Lounge? Habe ich hier nicht irgendwas, was ich verkaufen kann? Seite verkaufen. Jorgen. Okay, da sind wir nicht weit genug weg. Wir müssen irgendwie, genau, 20 plus Lichtjahre von der Quelle muss das weg sein. Wie viel habe ich jetzt verdient dafür? Nicht so viel, ne? So, dann machen wir jetzt erstmal die Mission abschließen. Es ist Zeit, der Galaxie zu zeigen, was sie fähig sind, Kommandant. Wir werden ein Auge. Ja, 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 ja. Politiker ermorden, ne? Pff.
Nach. Der auch immer auf den Filter gehen muss, ja. Ja, schön. Ich kann hier nichts an Missionen annehmen. Super. Sehr geil. Absolut super. Was kann ich denn hier verkaufen und wo kann ich das einkaufen? Na, egal. Crew Lounge. Ausrüstung, Werft, erweiterte Wartung. Ja, genau. Wir sind jetzt hier. Und die Welt ist unsere Muschel. Hier werden wir jetzt wahrscheinlich nie wieder zurück können. Wo könnten wir denn rein theoretisch mal hin? Ins Zentrum der Galaxie. Wir spielen jetzt No Man's Sky. Nein. Ich könnte nach Wolf 397 gehen. Hat mich einer was hinge... hat mich einer angeschrieben. Todd the Blaster McQueen, genau. So, Mawson Doc, das kann ich mir auch schenken. Löschen. Felicity Farseer. Demary Prospect kann ich löschen. Coelho Station kann ich löschen. Aldrich kann ich löschen. So, Felicity Farseer. Da hinten sind wir. Wie viele Sprünge haben wir denn da? 128 Lichtjahre. Treibstoffstern. Sektor, was auch immer das heißt. So, warte mal, ich kann doch hier bestimmt wirtschaftliche Routen. Irgendwo konnte ich doch noch. Irgendwo konnte man hier irgendwie filtern. So. Oh, guck mal, die handeln auch mit der Piloten vor der Föderation. Okay. Wo sind wir denn jetzt hier in welchem Gebiet? Aisling Duval, Imperium. Ist das hier alles Imperium? Kann mir fast gar nicht vorstellen, oder? Oh, süß, diese kleine Blase hier. Achso, das ist der Pferdekopfnebel. Hier geht die Performance jetzt aber auch gerade extremst in die Knie. Das ist noch ein Nebel. Das ist schon cool. Hier so durch die Gegend zu zoomen. Naja, ich könnte jetzt hier tatsächlich zu dieser... Ne, dahin. Und dann gucken wir mal. Aber irgendwie konnte man... hier bei der Routenplanung noch sagen, dass man hier nur bestimmte Sterne haben will.
Aber naja. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier keine Mission machen. Ja, oder ich gehe jetzt erstmal zur... zum Navigationsterminal. Sehe ich die überhaupt hier? Romanenko, Navigationsboje. Plus vielleicht noch Asteroidencluster. Oder hier irgendwelche. Da interessante Punkte, da wollen wir doch hin. Rohstoffabbaustandort, da könnte ich dann nämlich Sachen, Kopfgelder jagen. Hier an der. Sag schnell, an der Navigationsboje könnte ich. Wo ist sie denn? Mein Gott. Warum habe ich hier Systeme drin? Station und interessante Punkte. Navigationsboje, 72 Lichtjahre entfernt. Da könnte ich mich jetzt einmal hier hin navigieren und gucken, was mich da Tolles erwartet. Da wollte ich hin. Und dann ist es wohl doch mehr als eine Folge geworden. Mindestens zwei. Und dann gucken wir mal, was mich da so erwartet. Ob ich dem hier gewachsen bin. Oder ob ich vielleicht nochmal in privat hier nochmal von vorne anfangen sollte. Das kann nämlich alles sein.